Meine sehr geehrten Herren, Jörg Rathgey hat es ja eben schon mal als Motto genannt: Demokratie braucht bürgerschaftliches Engagement, Zivilcourage und Toleranz. Und diese Feststellung war für die Wetzlarer SPD vor einiger Zeit Veranlassung, im Rahmen einer Podiumsdiskussion, damals unter anderem gemeinsam mit Uwe Carsten Haye, dem ehemaligen Regierungssprecher und heutigen Vorsitzenden des Vereins, Gesicht zeigen, Möglichkeiten zur Stärkung des demokratischen Bewusstseins, des bürgerschaftlichen Engagements und auch der Zivilcourage miteinander hier in Wetzlar im Stadthaus am Dom damals zu erörtern. Schließlich klagen wir häufig darüber, dass viele getreu dem Motto leben, alle denken nur an sich, nur ich denke an mich. Sich nicht für die Gemeinschaft, nicht für den Nachbarn engagieren oder wenn es gilt, gar wegducken, und eben nicht hingucken, wenn es gilt, dem Nächsten in schwierigen Situationen beizustehen. Wir bemängeln, dass gesellschaftliche Fehlentwicklungen oftmals nicht laut und nicht deutlich als solche benannt werden und angeprangert werden. Und wir nehmen zur Kenntnis, dass damit auch ein schleichender Verfall, eine schleichende Veränderung von demokratischen Werten einhergeht. Werte, die für die Mütter und Väter unseres Grundgesetzes gerade auch auf dem Erfahrungshintergrund des Nationalsozialismus von elementarer Bedeutung waren. Die Wetzlarer SPD möchte diese Lage eben nicht einfach nur zur Kenntnis nehmen. Vielmehr haben wir uns vorgenommen, diese Themen, diese Situation regelmäßig auch in die Öffentlichkeit zu rücken.
Und als eine geeignete Möglichkeit, Öffentlichkeit herzustellen, sehen wir die jährliche Verleihung eines Preises zur Würdigung vorbildlicher Projekte und Aktivitäten zur Stärkung des demokratischen Bewusstseins, des bürgerschaftlichen Engagements, aber auch zur Auszeichnung von Beispielen für couragiertes Handeln an. Der SPD-Stadtverband hat aus diesem Anlass den Lina-Wuders-Preis geschaffen. Er ist, wir hoffen natürlich immer noch auf weitere Zustifter, derzeit mit 500 Euro dotiert. Und heute Abend werden wir diesen Preis erstmals verleihen. Lassen Sie mich aber zunächst noch einmal in Erinnerung rufen, wer Lina-Wuders war, welches Schicksal sie hatte und warum die Wetzlarer SPD diesen Preis nach ihr benennt. Lina-Wuders wurde 1892 in Wetzlar geboren. Sie war verheiratet mit Anton Wuders, der in Wetzlar den Reichsbanner leitete. Die Arbeiterfrau hier aus der Wetzlarer Neustadt trat 1919 in die SPD ein. Und Lina-Wuders gehörte während der Zeit des Nationalsozialismus der Widerstandsgruppe um Willy Knothe an. Der 1888 in Kassel geborene Knothe trat in jungen Jahren der SPD bei. Er gehörte zu den ganz wenigen, die mit August Bebel in freundschaftlicher, persönlicher Beziehung standen. Willy Knothe wurde nach dem Ersten Weltkrieg im Jahr 1920 zum Parteisekretär für den Unterbezirk Wetzlar berufen. Und hier kam er in Kontakt mit Lina-Wuders. Nach der Machtergreifung Hitlers wirkte Knothe illegal. Er wurde im April 1935 wegen Fortführung verbotener Organisationen und wegen der Vorbereitung zum Hochverrat zu 2 Jahren Zuchthaus und 10 Monaten Gefängnis verurteilt. Durch Flucht entging er 1944, als die Gestapo ihn erneut festgesetzt hatte, der Liquidierung. Lina-Wuders wurde als Mitglied der Widerstandsgruppe um Knothe durch das nationalsozialistische Regime ebenfalls verhaftet und verurteilt. Sie saß von 1937 bis 1938 im Zuchthaus in politischer Haft. Nach dem Kriege waren Willy Knothe wie auch Lina-Wuders zur Stelle, um das demokratische Gemeinwesen wieder aufzubauen. Knothe wurde Mitglied des Hessischen Landtages und des Deutschen Bundestages. Er wirkte nach dem Krieg als erster Landesvorsitzender der SPD in Hessen und war Mitglied des Bundesvorstandes, zeitweise deren zweiter stellvertretender Bundesvorsitzender. Gemeinsam mit Erich Ollenhauer unterstützte er den Parteivorsitzenden, das war damals Kurt Schumacher. Und Lina-Wuders, nach der wir unseren Preis benennen, engagierte sich in Wetzlar. 1945 war sie Mitbegründerin der SPD in Stadt und Kreis Wetzlar und baute die Arbeiterwohlfahrt, deren zweite Vorsitzende sie zeitweise war, wieder auf. Lina-Wuders war von 1946 bis 1964 Mitglied des Kreistages des Landkreises Wetzlar. Ihr großartiges und selbstloses Wirken wurde mit der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes und der Maria-Juchartz-Plakette, der höchsten Auszeichnung, die die Arbeiterwohlfahrt zu verleihen hat, gewürdigt. Die Tatsache, dass wir diesen Preis nach Lina-Wuders benennen, stellt eine Verneigung vor ihrer Lebensleistung dar, die wir auf diese Weise auch in Erinnerung behalten wollen. Herzlichen Dank.